Sind wir da jetzt durch oder ist das die Tür gewesen, die für... Das war doch die Tür, die versperrt war, genau. Okay. Transmission. Okay, das scheint der Raum zu sein, wo er... Ich kann ihn gar nicht sehen. Scheint der Raum zu sein, wo er mich überwacht. Also ich vermute zumindest, dass er mich die ganze Zeit überwacht hat. Das ist, glaube ich, auch mein Auto, wenn ich das richtig sehe. Anscheinend hat er irgendwas an meinem Auto... Ja, beschädigt, keine Ahnung. Mount outside. Weise. Okay. Jetzt wird's aber wirklich langsam, ja. Kann ich den hier nochmal zoomen? Kleinen Moment. Also, ich habe es gefunden. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich kann mit Space zoomen. Seen in the Daring Helena Forest. Plug unknown. Strange lights. Komische Figur outside. Also draußen vom Ballraum. Nicole Mai 82. Da war ich ein Jahr alt. Okay. Das, denke ich mal, wird mein Auto gewesen sein. Steht nämlich auch noch hier eine Werkstatt. Schon wieder eine leere Höhle. Ja, toll. Mixtape. Kinky Christmas. Ach so, dann hat er mir die Musik rüber geschickt, oder wie? Er schläft dann hier aber auch irgendwie seltsam. Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo. A hairband. A lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep. Into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day. After day, after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really?
I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry. At night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Irving, where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Also bis gerade habe ich ernsthaft noch gedacht, dass der Typ jetzt hier oben ist und von hier oben ja, mich komplett überwacht hat und alles. Aber irgendwie wird das Ganze dann doch gruseliger, wenn ich daran denke, dass er vielleicht auch gestorben sein könnte. Und deswegen halt diese Ausschläge hier sind und alles. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das Toten kommt von dem vor mir, aber ich bin mir nicht sicher. Das should work. Muss ich das einstellen irgendwie? Oder hat er das mal eingestellt? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier wirklich noch jemand lebt. Deswegen... Es könnte natürlich sein, dass er irgendwie aus dem Jenseits mit mir kommuniziert. Was es nicht weniger gruselig macht letztendlich. Da hinten ist noch eine Tür. Hier ist so eine Art selbstgemachte Dunkelkammer. Aber auch mit Fotos halt von den Zimmern, wo ich drin gewesen bin. Aber auch von meinem Auto. Das ist irgendwie... Also wenn das mein Auto war, was jetzt da in dem...
unten im Keller ist. Kann natürlich sein, dass ich damit einfach nur wegfahren wollte. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Plan. Ich habe es gerade echt nicht auf dem Plan. Private. Das ist wahrscheinlich sein Zimmer. Nehme ich mal an. Oder war mal sein Zimmer? Ah ne, das ist der Dachboden. Okay. Schätze mal, dass unten die Tür jetzt zugegangen ist. Okay, das ist jetzt der Dachboden, von dem sie alle gesprochen haben. Die Uhr funktioniert immer noch. Ich bin hier gerade so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, ich stehe jetzt hier so kurz vorm Rätsel, kurz vor der Lösung des Rätsels. Deswegen möchte ich jetzt hier auch mal nicht cutten. Sollte das jetzt doch noch sehr lange werden, dann werde ich wahrscheinlich cutten, bevor ich hier hochgehe. Das tut mir dann rückwirkend schon leid, schon mal leid. Hier hat aber auch jemand Zigarette geraucht. Also die können ja jetzt keine 20 Jahre oder so alt sein. Nee, oben sind keine Geister. So, Ranking. Leonard, check mir. Rachel, Leonard. Okay, also... schätze mal, dass der dann wohl hier oben mit, wieso kann ich da nicht ran? Wieso kann ich das nicht nehmen? Hä? Hallo, ich möchte den Schlüssel nur ansehen. Kann ich das nicht mit der Fotokamera? Also mit dem Polaroid? Okay, ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt noch nicht kann. Vielleicht kommt das dann erst, wenn die Sache mit der Story weitergeht oder so. Das könnte jetzt Rachel... Achso, steht ja auch drauf, Rachel. Okay. Ist aber eigentlich ein ganz schöner Dachboden, wenn man mal so überlegt. Oh, wer hat die denn nackt gemalt? Also an die Geräusche gewöhne ich mich mittlerweile, weil... immer wenn ich irgendwas gemacht habe, kamen Geräusche und es kam zum Glück kein, The Light of Ägypten, also das Licht von Ägypten, or the Science of the Soul and the Stars, die Wissenschaft der Seele und der Stars, also der Sterne. Okay, muss mich das jetzt... auf irgendwas stoßen. Also hier geht es mal wieder um die Wissenschaft und um Sterne und so. Das ist ja alles okay. Wundert mich jetzt auch nicht, dass der hier Teleskop stehen hat und alles. Schreibmaschine. Ja, eine sehr alte Schreibmaschine. Sogar noch eine, wo man mit der Hand, ja gut, man muss es immer mit der Hand runterdrücken, aber eine, die noch nicht, ja, elektrisch war. Also wir hatten damals zwei. Wir hatten ganz am Anfang eine normale, so wie die hier. Und dann später so eine elektronische, nennt sie sich, glaube ich. Das ist auch wieder Rachel, ja. Die wurde ja irgendwie schon dezent öfters mal nackt gezeichnet anscheinend. Leonards Gedanken. Wieso kann man das jetzt zum Beispiel alles nicht sehen? Also der Leonard... Wer war denn jetzt Leonard? War das mein Vater oder war das der... Nee, der andere heißt ja... Ja, Lenny? Leonard? scheint auch dezent viel geraucht zu haben. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich kann ja schon gar keinen klaren Gedanken mehr fassen, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt. Okay, also die Uhr. Tja, ich würde sagen, dann gucken wir uns mal den Film an, ne? Wo, ach, das sind Skier. Das sind gar keine Schwerter. Ja, mal schauen, ob das jetzt das Rätsel lösen wird. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine.
At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide-open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel. Who are you talking about? In the air we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There is a lot of light here. There is light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel was saying, Nikki. She's here. Okay. Ja, jetzt hat's mich dann doch gerade gepackt, weil das Mörder stand ja vorher nicht drauf, oder? Ich denn jetzt hin? Ich muss den Attic erkunden, bevor er mich erkundet. Sie wird die Wahrheit ans Licht bringen. Attic. Komme ich vom zweiten aus hin? Die Frage ist jetzt nur, wo bin ich? Also das Museum. Achso, das Museum ist der Gang mit den vielen Türen und Attic ist dann irgendwo am Ende. Vermutlich. Ich weiß es nicht so genau. Okay. Also. Ja. Keine Ahnung. Jetzt kann ich hier... Jetzt komme ich hier nicht mehr rum. Ich denke mal, das mit der Uhr war jetzt irgendwie ein Hinweis oder so, aber... Moment, ach so. Oder kann ich jetzt den Schlüssel nehmen? Jetzt kann ich den Schlüssel nehmen, okay. Claire. Ich vermute mal, dass jetzt unten auch die Tür aufgegangen ist, dass ich da jetzt wieder raus kann. Was natürlich gar nicht so dumm ist vom Spiel, ne? Wenn dann die Tür erst dann aufgeht, wenn ich den Schlüssel habe. Hier eben auch überall Schnee drin. Kann ich gar nicht mehr dran erinnern. Oder, ach, dann sollte das hier auch Schnee sein wahrscheinlich. Okay. Den Attic. Ich habe keine Ahnung, was oder wo der Attic ist. Hab
ich mich jetzt erschrocken. Leck mich am Arsch. Ich versuche hier gerade irgendwie herauszufinden, wo ich bin. Ich bin wahrscheinlich rechts rausgekommen, kann das sein? Aber der Attic ist dann doch rechts von mir, oder nicht? Weil das war jetzt gerade hier. Oder ist das hier? Hier ist aber keine neue Tür, die ich jetzt irgendwie öffnen kann oder so, ne? Die wäre wahrscheinlich auch aufgegangen. Okay, jetzt wird's ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert hier. Oder halte ich das irgendwie verkehrt herum? Keine Ahnung. Hallo. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her. And I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Aber welche? Kann ich das hier? Das kann ich. Ah! Ich wollte gerade sagen, weil ich bin doch bei beiden schon drin gewesen. Oder war ich hier? Moment. War ich hier nicht auch schon mal?